Eine geht noch in die Aufnahme. Moin Moin, die Flügel und hoi, liebe Landratten und Rädchen da draußen. Und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Zusammen mit Toni. Hallo. Story oder eventueller Loot? Story, Loot. Okay, ist ja gut, ja. Spiel. Ich hab's verstanden. Der Schutt, den du siehst, stammt von dem Geschehen auf dem verlassenen Anwesen. Sie haben nach etwas gefragt. Oh, damals wir Ping. Ah, guck, da hinten ist doch Loot. Übungspuppen. Die Bewohner von Felcroft nutzen sie gelegentlich, um sich in der Zauberei zu üben. Vor allem vor dem Hintergrund der jüngsten Koboldangriffe. Okay, wow. Ja, ist ja gut. Oder was passiert eigentlich, wenn die Zeit abgeschritten ist? Haben wir dann verloren? Ich glaube, ja, keine Ahnung. Da oben, auf dem Plateau, haben sie Anne verflucht. Hier entlang. Ja, wir werden wahrscheinlich eine Spur alter Magie finden oder sowas. Du kannst übrigens mal deine Zauberquadrate. Ah ja. Warte, bevor wir da reinrennen. Es ist eine Ehre mitzuwirken. Akion. Levioso. Incendio. Komm, trink. Sehr schön. Hä? Scholl. Oh. Mega Powertrank. Wo geht's lang? Hoch. Ach hier. Incendio. Komm, bring du. Ich werde nicht ruhen. Deine Zeit ist bald um, Kindchen. Komm, trink. Nicht besonders klug zurückzukommen. Hallo? Descendo. Lebt noch einer? Einer ist noch da, ja. Das war dein letzter Fehler. Du wärst gleich. Protego. Da bist du ja. Ringo. Ich werde dich. Ein lästiger Mensch weniger. Ringo. Oh gut, aber. Noch zwei. Incendio. Cool, Kombo-Punkte kriegst du dann leuchtet dein Mann, hast du gesehen? Okay, nee, hab ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Und es trieb ich ehrlich gesagt darauf, die richtigen Knöpfe zu treffen hier. Aua. Aua.
hier. Incendio. Und dann Kobold nicht mehr Expelliarmus, weil die haben nicht mehr Waffen dabei und die kann man immer schön auf die zurückschleudern. Ja, gute Idee. Sind die jetzt geschaltet? Das ist einfach nirgends so ausgerüstet, oder? Nee, noch nicht. Genau. Hallo? Moment mal. Welcher Kachel ist denn das jetzt? Ach, da, oh Gott. Etwas mehr, als ich erwartet hatte. Ich wollte dich warnen. Ja, wie gesagt, probier's mal mit dem. Ah, Reparo. Probier's mal mit der Tastatur. Also, ich zauber lieber mit der Tastatur. Okay. Ja, weiß ich noch nicht. Ein Reparo da. Reparo. Also ich kann's, ey, komm, ich machen wir es mal live. Ich wechsle jetzt einfach auf Tastatur und Maus. Oh Gott. Mhm. Ja, hier. Tastatur und Maus. Wie, was ist Revelio? Kannst du wechseln. R. Revelio. Okay. Das sind F, okay. Mal gucken, wie weit ich so komme. Damit ich das schon mal weiß, was ist denn Heiltrank? Heiltrank ist G. G, okay. Diese Anhänger haben das verdient. Da stimme ich zu. Hier ist es passiert. Mitten in der Nacht rochen wir Rauch. Als wir nach draußen schauten, schossen Flammen aus diesem Anwesen. Bevor mein Onkel und ich etwas tun konnten, rannte Anne zum Feuer, besorgt, jemand könnte verletzt sein. Sie sah sich einer Horde von Kobolden gegenüber, die verzweifelt versuchten, die Flammen zu löschen. Plötzlich ertönte eine eisige Stimme aus dem Rauch. Kinder sollte man sehen und nicht hören. Dann eine blendende Explosion. Sie gaben ihr nicht mal die Chance zu fliehen. Klingt, als hätten die Anhänger Anne grundlos angegriffen. Ich würde es ihnen zutrauen, aber ich bin überzeugt, dass sie etwas verbergen wollten. Vielleicht irre ich mich, aber ich denke, hier könnte etwas sein, das mich zu demjenigen führt, der Anne verflucht hat. Womöglich erfahre ich so, welche Magie ihr geschadet hat und kann ein Heilmittel finden. Vielleicht hast du recht. Die Anhänger sind überall, aber sie scheinen hier viel Zeit zu verbringen. Und bestimmt haben sie etwas zu verbergen. Und in Schloss Rookwood. Sollen wir uns mal umsehen? Sie scheinen ihr Lager nicht ohne Grund hier aufgeschlagen zu haben. Sie haben Stationen für alles. Revelio. Okay, dann schauen wir uns mal um. Wer hat hier gewohnt? Es ist verlassen, seit ich hier wohne. Hier soll mal ein Hogwarts-Professor gelebt haben. Vor Jahrhunderten. Mehr habe ich nie gehört. Da unten ist was. Ich hörte, dass überall solche Ausgrabungsstätten der Kobolde auftauchen. Ein Wunder, dass das Ministerium nicht mehr tut. Ranrocks Anhänger. Immer bewaffnet und kampfbereit. Ein genauerer Blick auf das Haus selbst könnte... Revelio! Welches Haus meint er eigentlich? Oben auf dem Hügel ist noch ein Haus. Das Zelt? Nee, das ist der fallende Haus. Also das Zelt können wir auch mal reingehen. Da ist Ruhe drin. Okay. Revelio. Der Brunnen kommt mir bekannt vor. Das war mal ein Brunnen, der mit uns gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob du dabei warst, aber da gab es nur so eine Aufgabe. Ja, da war ich dabei. Sebastian, das habe ich schon mal gesehen. Das Haus, den Brunnen, den Ach, hier ist der Hügel, genau. Was meinst du? Wann? Gib mir einen Moment. Ich erkläre es gleich.
Oh, war das diese Karte, die wir bekommen haben? Nicht hier. Grundschatzkarte? Nee, oder? Da fehlt diese Brücke fehlt noch. Und die Ruine hier sieht auch ein bisschen anders aus. Wobei die Windmühle ist in der Nähe. Die sind wir vorhin mal überflogen, glaube ich. Ja. Und ja, hier gibt es keine... Wir sind hier Fliegenverboten wieder. Huch. Ja, weil du gerade in der Quest bist. Okay. Ja, dann weiß ich auch nicht, an was ihn das hier erinnert. Ah, doch, warte mal. Ist das... Ja, das war hier, wo der Brunnen... wo der eine Sohn gestorben ist, oder? Ja, genau. Mit dem Humpelbein, der war das. Deswegen. Genau, geh mal in das Haus rein. Ja. Das ist das Haus von der Isidora. Sebastian, hier drüben. Glaubst du, das wurde damals, als N verflucht wurde, im Feuer beschädigt? Könnte sein. Aber für mich sieht es nach Vorsatz aus. Schön das Gesicht geschwärzt, ne? Mhm. Revelio. Red erstmal mit ihm. Ja. Okay. Sebastian, dieses Haus gehörte einer Hogwarts-Professorin. Vor hunderten von Jahren. Wem? Was meinst du? An diesem Tag fand ich ein Denkarium in der verbotenen Abteilung. Es zeigte dieses Haus. Da war ein kleines Mädchen und eine Dürre. Die Hüter zeigten mir auch andere Erinnerungen. Das Mädchen wurde Professorin in Hogwarts. Ihr Name war Isidora Morgannock. Sie war ein Mitglied der Hüter. Hüter? Wie beim Quidditch. Und du hast ein Denkarium in der Bibliothek gefunden? Ich kann nicht mehr folgen. Ganz schön viel, hm? Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich alles verstanden habe. Und nein, keine Quidditch-Hüter. Sie nennen sich selbst Hüter, weil sie eine Art Wissen beschützen. Und es hat mit dem Gewölbe in Gringotts zu tun. Habe ich das richtig verstanden? Ranrock und Rookwood sind hinter dir her, weil du etwas bei Gringotts gefunden hast, wo du per Portschlüssel gelandet bist. Du kannst Spuren alter Magie sehen und denkst, dass Ranrock sie sich zu Nutzen machen will. Und jetzt siehst du Erinnerungen von Hütern? Oh, und dieses Haus gehörte einem Hogwarts-Professor, der vor hunderten von Jahren einer dieser Nicht-Quidditch-Hüter war. Würde ich dich nicht kennen, würde ich denken, du machst Witze. Ganz schön viel, wenn man es so betrachtet, oder? Der Punkt ist, wir haben beide einen guten Grund, dieses Haus zu durchsuchen. Du suchst nach Antworten auf das, was mit Anne passiert ist, und ich suche Antworten zu den Hütern. Sieh dir das an. Jemand hat das hier mit Absicht aufgehäuft. Und das was blockiert? Wir finden es nur auf eine Weise raus. Oh, wolltest du das kaputt schießen? Ich geh mal vor. Eine Treppe. Was? Da war nix. Wo ist denn hier eine Treppe? Ja, geh wieder rein auf der rechten Seite, direkt in dem Türbogen. Da wo Sebastian hingeht, hinter dir. Oh. Revelio. Hier oben ist auch nichts mehr. Oben ist nichts. Warum eine Treppe blockieren? Vielleicht gibt es hier drin etwas Interessantes. Diese Stühle. Sie haben das alles hier einfach liegen lassen. Aua! Sie sind hinter etwas Größerem her. Ah! Lumos. Lumos. Ja, was? Wie wächst. Tee? Ja, das ist mir zu blöd gerade. Lumos. So. Diese Dora Monarchs Tagebuchseite 1 von 7. Mhm. Magst du? Ich? Ja. Es ist meine zweite Woche im Lager. Jeden Tag kommen mehr. Die Muggelärzte und sogar ein paar unserer eigenen Heiler tun für sie, was sie können. Die Trauer ist allgegenwärtig. Wer die Seuche übersteht, ist immer durch seinen Verlust gezeichnet. Ein Fieber kann zurückgehen. Die Haut mag heilen und sich vernarben. Aber diese entsetzliche Leere bleibt. Ich habe einen Mann gesehen, etwa so alt wie mein Vater, der sein Kind verloren hat. Es war unerträglich. Ich fühlte den Drang, ihm etwas Erleichterung zu verschaffen. Ich glaube, die anderen könnten falsch liegen. Ich habe die Macht, diesen armen Seelen zu helfen.
Es scheint mir ebenso grausam zu sein, ihnen nicht zu helfen, wie grausam es wäre, sie von ihren Leiden zu erlösen. Ein Tagebucheintrag von Isadora. Ich sollte ihn aufbewahren. Und Teil 2 von 7. Ich bin hierher gekommen, um zu lernen, aber jetzt will ich helfen. Mein innerer Konflikt wird täglich schärfer. Es fühlt sich an, als wollte meine Magie heilen und helfen, aber ich würde sie gewaltsam daran hindern. Soll ich alle Hoffnung fahren lassen? Werde ich dann nicht ewig brennen, nicht mehr getan zu haben? Bereuen, nicht mehr getan zu haben? Ich kann ihnen nicht in die Augen sehen und dabei doch zugleich wissen, dass ich ihren Herzschmerz lindern könnte. Ich habe heute gesehen, dass der Mann, der mich so an meinen Vater erinnerte, das Lager verlassen hat. Sicher kann nichts schiefgehen, wenn ich ihm helfe, oder? Ich könnte meine Untersuchungen fortführen, sicherlich. Aber das wäre nur ein glücklicher Nebeneffekt davon, mit dieser Fähigkeit Gutes zu tun. Diese Tagebucheinträge stammen offenbar von Isadoras Reisen. Okay, das mit den Stühlen erinnert mich so ein bisschen an den Raum der Wünsche, wo die so beiseite räumen konnten, aber... Ja, mach mal da Feuer. Ja. Confringo! Accio! Incendio! Nicht. Will nicht so richtig. Schon mal nicht. Hm. Expelliarmus! Lumos! Marivivio? Confringo! Einfach mal aufräumen. Oder so. Ja. Lumos. Das wirst du nicht glauben. Ich sehe die Krypta. Was? Ein Tagtraum? Das passiert mir nämlich auch ständig. Ja, im Spiegel, Jungchen. Ah, guck an. Okay. Diese Statuen stehen aber auch relativ häufig hier in der Welt rum. Ja. Kann das sein? Ja, ja. So, mal ein Rätsel. Schädel. Mit Sebastian. Das klingt vielleicht seltsam, aber... Ganz ehrlich? Nichts, was du sagst, klingt mehr seltsam für mich. Ha, danke. Ich kann die Krypta durch diese Steinmauer sehen, wie durch ein Fenster. Das ist schon mal passiert. Bin ganz Ohr. Ich glaube, es kommt von meiner Fähigkeit, Spuren alter Magie zu sehen. Aber du sagtest, dass du sie nicht wirklich verstehst und auch nicht beherrschst. Stimmt. Und ich weiß noch nicht, was all das bedeutet. Eins weiß ich aber. Und zwar, dass ich durch diese Fenster, die ich sehe, reisen kann. Warte. Wir kommen von hier aus direkt zur Krypta? Ominous wird sprachlos sein. Vielleicht ist es das Beste, wenn wir vorerst niemandem davon erzählen. Nicht einmal Ominous. Verstanden. Also gut. Unsichtbarer, uralter, magischer Geheimgang. Wir kommen. Ich möchte fast die Luft anhalten. Lumos. Ja, aber kommt er mit? Ja, der Professor Fick ist noch damals auch mitgekommen. Ja, stimmt, der kam ja auch mit, genau, richtig, richtig. Gut, damals haben wir die Wand halt berührt in der Cutscene und ja, dann ist er so mit durchgeschleust worden, aber... Mhm. Warum führt die Tür uns hierher? Sebastian, da! Triptychon hier? Sieht aus, als würde etwas fehlen. Eine Notiz? Schauen wir mal. Runendarstellung. Mhm. Ja gut, das Symbol kennen wir. Das ist die alte Magie. Ja, links auch nochmal. Und der Rest sieht aus, als ob jemand entweder wahnsinnig geworden ist oder komische Kreuzworträtsel ausfüllt. Ja. Was Hilfreiches in der Nachricht? Ein Runensymbol. Die Hüter benutzen ganz ähnliche Symbole. Ich habe nachgedacht. In dem Haus lebte vor Jahrhunderten ein Hüter und Ranrock und seine Bande haben dort gesucht. Du hast gesagt, dass Kobolde eine Form dieser alten Magie ausüben könnten. Glaubst du, Anne wurde davon verflucht? Kann ich nicht mit Sicherheit sagen, aber
Ich glaube nicht. Ich habe keine Spuren bei deiner Schwester gesehen. Na gut. Aber das heißt nicht, dass es keine alte Magie ist. Wir wissen noch so wenig darüber. Stimmt. Vielleicht liefert uns das Triptychon Antworten. Dann müssen wir rausfinden, was all das bedeutet. Aber jetzt muss ich erstmal zu Ominous. Keine Sorge, ich sag ihm nichts. Habe ich schon erwähnt, dass Salazar Slytherin hier in Hogwarts anscheinend ein geheimes Kryptorium hatte? Hast du nicht. Klingt aber interessant. Irgendeine Ahnung, wo es sein könnte? Nein, Ominous hat es eben erfahren. Ich werde dir sagen, was ich rausfinde. Ich hatte keine Ahnung, zu was unser Besuch bei Anne führen würde. Ich bin ganz durcheinander. Aber ich bin froh, dass du mir alles erzählt hast. Ich melde mich. Bis bald. Okay. Wow. Warte mal ganz kurz. Wir sind aus dieser Wand gekommen, ne? Ja, genau. Können wir über die Wand jetzt auch zurück? Ne, hier ist nichts. Okay. Wäre interessant gewesen, so ein Schnellreise. Bei den Ruinen von Schloss Falbarton. Nach Einbruch der Nacht. Erzähl es niemandem. Okay. Ich weiß, was für eine Mission das ist. Ist cool. Wie ein Aufzug. Ja. Ich glaube, das funktioniert auf jeden Aufzug, weil der Raum dahinter ist so groß, das passt eigentlich gar nicht. Ja. Ich hier noch rein, weil hier ist der Raum, also das Gewölbe ja eigentlich zu Ende. Naja, eben genau. Okay. Was haben wir denn noch so an Aufträge? Werden ja gefühlt immer mehr, habe ich das Gefühl. Dort oben Astronomieunterricht. Nettie Beischuss Fallbarton. Professor Sharp. Ach, das haben wir jetzt auch machen können, Professor Sharps Aufgabe. Beschaff und teste Unsichtbarkeitsring, beschaff und teste Donnergebräu gegen Gegner. Ah ja. Befindio. Ja komm, dann gehen wir halt hier nochmal. Was haben wir denn eigentlich? Ja, aber noch gut 10 Minuten für die Folge. Ja, können wir irgendwie verprügeln. Ja. Irgendwo hier werden doch garantiert. Ja, garantiert. Suche im verbotenen Wald die 500. So, dann rüsten wir mal bitte aus. Wir brauchen das Donnergebräu. Sollen wir nur zwei? Liegst du wieder am Kämpfen? Den anderen muss auch gleich schließen. Kann den gerade jetzt kann ich auswählen wieder. Den einen haben wir aus. Der zählt jetzt schon, oder? Genau, der so leuchtet. Unsichtbarkeit. Genau. Ja. Unsichtbarkeit. Schon tot? Ja. Genau, wir können den Weg runtergehen, das sind glaube ich noch welche. Der Effekt ist immer mega hier mit dem. Ja, mit ein bisschen. Wieso steht da oben jetzt 1 von 10? Oder müssen wir die doch einfach kaputt ballern? Ja, machen wir. Lass uns hin. Lass uns hin. Vielleicht schon ein bisschen an. Machen. Da ist noch ein. Da oben. 9. Das letzte da liegt eine. Jetzt. Oh, wieder was Neues. Oh. Hey. Okay. Was ist jetzt? Kampfarena der dunklen Künste. Bekämpfe Wellen von Gegnern dieser Kampfarena mit dem Unschatzzeichen Flüchen Avacadabra, Imperio und Crucio. Plus den Explosionsflug Confringo. Sie sind ihren einzigartigen verheerenden Effekten durchbrechen die Unschatzzeichen Flüche alle Schutzsauber. Aber wir haben ja noch. Wir haben keinen. Flüche haben wir noch nicht. Wir haben keinen einzigen davon. Außer ja, ja, noch nicht. Okay. Na gut, also dann haben wir das. Gezählt hat? Müsste eigentlich. Professor Sharp.
Also wir haben zumindest beides eingesetzt. Ja. Genau, kehre zu Professor Schab zurück, wunderbar. So, Herr Schab. Und am nächsten hier wahrscheinlich. Ja. Was haben Sie jetzt vor? Wir haben es vermisst, okay, ne? Ja. Ja, Pief schon wieder. Der Karte sah das so nah dran aus eigentlich. Ja. Hallo, Homura. Ja. Na, da. Revelio. Das haben wir schon alles geklaut. Lol, okay. Accio. Expelliarm. Einfach, weil wir es können. Was für eine Vorstation? Haben Sie die Aufgaben erledigt? Ja, Chef. Die Aufgaben sind erfüllt, Professor. So, so. Ich gehe davon aus, Sie waren gründlich. Schließlich führen Abkürzungen nur ins Verderben. Ist ja alles perfekt gelaufen, wir haben alles erfüllt. Ja, eben. Ja, Sir, natürlich. Gut. Normalerweise kümmert mich das nicht, aber bei Ihnen möchte ich sicher gehen, dass Sie gut vorbereitet sind. Talent und Entschlossenheit können viel bewirken. Es wäre eine Schande, das zu verschwenden. Danke, Professor. Lassen Sie sich das nicht zu Kopf steigen. Gut. Nö, ich nicht. Schauen wir, wie Sie mit Defindo umgehen. Zauberstab bereit machen. Konzentration. Defindo kann gefährlich sein, wenn sie nicht aufpassen. Mhm. Sehr gut. Es scheint, als hätten sie Defindo im Griff. Ich möchte sie noch mal anhalten, hier im Klassenzimmer zu üben. Selbst und aller anderen Willen. Wie schön, wenn ein Schüler Anweisungen tatsächlich befolgt. Professor Sharp, hätten Sie einen Moment? Nun, kommt ganz darauf an, wofür. Ja, komm, machen wir mal. Ich habe ein Aurorenabzeichen auf Ihrem Tisch gesehen. Würden Sie mir von Ihrer Zeit als Auror berichten? Gut aufgepasst. Nun, ich könnte mir wohl etwas Zeit nehmen. Ich habe jahrelang Schurken aufgespürt, die mit schwarzmagischen Artefakten handeln. Das klingt richtig aufregend. Aufregend? Ja, das war es. Zumindest solange es währte. Als Auror hatte ich eine Menge Erfolg. Aber Erfolge können selbstgefällig machen, wenn man sein Selbstvertrauen nicht durch Demut mäßigt. Ein Fehltritt im Kampf hat alles verändert. Darf ich fragen, was passiert ist? Ja, ich nehme an, das steht auch in den Akten. Mein Partner und ich hatten einen Verdächtigen im Hafen von Scarborough aufgespürt. Er wollte Schrumpfköpfe schmuggeln. Ich dachte, dass er allein arbeitet. Ich hatte mich geirrt. Und sie wussten, dass wir kommen. Sobald wir das Schiff betraten, nun, ich entkam nur knapp mit dem Leben. Mein Partner hatte weniger Glück. Ich schätze, Auror zu sein ist sehr gefährlich. Mein Beileid. Das stimmt. Aber niemand von uns besitzt eine Überlebensgarantie. Passen Sie auf. Und nicht nur in meiner Stunde. Genau das möchte ich Ihnen allen einschärfen. Ein Tropfen kann den Unterschied zwischen Trank und Gift ausmachen, bis man das falsche Mittel einnimmt. Wahre Worte, Professor.
Okay. Mhm. Aber wenn wir nochmal vorbeikommen, können wir mal was einsammeln. Ja, genau. Wunderbar. Okay. Haben wir noch eine ganz schnelle andere Aufgabe, die wir vielleicht abgeben können? Das ist was Neues. Besucher, ne, das ist auch nichts zu abgeben. Schand, das ist schon wieder was Neues bei ihm. Ich glaube, nee, alles andere ist dann noch quasi am Laufen. Was denn Roland Oaks? Adelaide Oaks. Wenn sie mir jemanden Sorgen zu machen, ich sollte mit ihr sprechen, sprich mit Adeline. Ja, aber das glaube ich. Würde ich aber auf die nächste Folge schieben, weil wir sind jetzt bei 29 Minuten. Ich hätte jetzt gedacht, wenn wir noch irgendwie was zum Abgeben haben. Aber das haben wir jetzt, glaube ich, alles durch. Alles andere sind. Ich wollte neue. Oh, wir haben schon ganz schön viele Schlüssel eigentlich, fällt mir gerade auf. Gudi. Dann würde ich sagen, hier nochmal einen schnellen Blick. Können wir hier was abholen vielleicht? Unten kann man es abholen bei den Ferry. Nekromantenschutz, wunderbar. Okay, und bei Erkundung. Da haben wir das. Ach ja, genau. Blitzschnellbesen. Sehr schön. Gut, Freunde, dann bedanke mich beim Toni fürs Mitzaubern. Immer gerne. Wenn es euch da draußen gefallen hat, dann seid doch einfach beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wir machen jetzt auch den Stream aus für heute, wo es spät genug ist. Sonntag und morgen müssen wir alle wieder an die fleißige Arbeit. Ja, ja, ja. Die Zahnrädchen müssen alle funktionieren. Ja, genau. Und was ist das da? Sollen wir dort machen? Nee. Nee, okay. Ja, und dann hören wir uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt. Hallo Humora. Genau, in dem Sinne, Avada Kedavra. Tschüss. Ciao.